Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei Might and Magic. Ach, ich glaube, ich bin mal wieder unheimlich laut. Ich glaube, das ist leiser so. Hört man hoffentlich nicht mehr ganz. Die Musik nicht so unheimlich viel zu laut. Ja, ich drehe es noch einen Tacken runter. Sicher so. Jetzt aber, ja. Wir sind da, wo wir aufgehört haben. Wir müssen jetzt langsam mal uns um die Kleriker kümmern. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen können. Wir werden auf jeden Fall erst einmal friedlich dahin gehen, uns alles angucken und dann nochmal hingehen mit dem Schlepptau, den wir für die Quest brauchen. Denn das will ich nicht beim ersten Mal direkt mit dem machen, da wir dann ganz viele Erfahrungspunkte für einen unserer anderen vergessen. Ich würde mal was umstreichen, wenn das hier hinkommt. Ja, vergessen. Wertlos. Ja, das ist wirklich nicht so wert, das lassen wir mal da. Ist denn Zeit? Ja, glaube ich schon geguckt. Benötigt ihr eine Kutsche? Und jetzt müssen wir erstmal nach Alva. Denn von da aus kommen wir weiter. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf in welche Richtung, aber das kann man ja. Na, benötigt ihr eine Kutsche? Benötigt ihr? Wir können losfahren. Dann können wir jetzt zu Fuß nach Alva. Das geht, glaube ich, einfach. Also, oder wir schauen, ob es gerade hier geht, aber wir sind schon mal ein Stück näher dran. Benötigt ihr eine Kutsche? Kein Alva. Legen wir uns mal kurz hin und versuchen es dann nochmal. Willkommen, ihr möchtet ein ruhiges Zimmer? Also von hier aus muss es ja eigentlich per Kutsche gehen. Bei Schattensumpf bin ich mir da nicht zu 100% sicher. Das Doof ist auch, da wo wir hin müssen, gibt es gar keine Reise. Wir können losfahren. Da können wir nur zu Fuß hin. Was ein bisschen doof ist. Aber wir können dafür die Möglichkeit des Fliegens benutzen. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung genau wir müssen, aber wir haben hier ein paar in der Nähe. Essen sind natürlich nicht richtig. Nach Norden. Immer noch Eisen sind Wüste. Auch nicht richtig. Oben irgendwo sind auch noch weitere Oger zu finden, normalerweise. Wobei man eben recht relativ ist bei der Masse an Gegnern, die da auftauchen, wie ich gerade sehe. So mit ein bisschen runtergucken, wir erreichen die Dinge ja leichter. So, jetzt viele Ogerohren, die wir nicht brauchen. Aber die wir jetzt nicht brauchen, sage ich so. Ich habe keiner. So die Schwerter, die wir einfach verramschen können, eigentlich. Nein. So würde ich wetten, dass wir die auch liegen lassen könnten. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das nehmen wir mit. Ein bisschen Resistenz. So, Murmelwald, da wollen wir hin. Okay, und wir werden ja nicht direkt angegriffen. Sehr gut. Aber es gibt dort oben direkt Gegner.
die man sich anlegen kann. Die können leider auch Fernkampf, tanzendes Licht. Wir sollten erstmal bei ihr warten, dass sie da... sich die an... Oh, wir können mit dem Ausrat auch immer steigen. Das ist ja cool, das wusste ich aber nicht. Fürchtet euch nicht. Das geht ja alles noch. Da ist da etwas aufgetaucht. Gut, sieht das viel? Ne, wir hauen hier erstmal ab. Kämpfe können sich später immer noch drum kümmern. Es gibt hier ein paar Stellen, die da recht gut sind, aber erstmal gehen wir zu stark. Oder? Okay, dann gehen wir in den Norden hoch. Denn hier gibt es ein Gebiet, was interessant ist, in dem einfach nicht so viele Monster rumstehen. Genau. So. Hier irgendwo, ich glaube nicht auf dem Gebiet selbst, aber irgendwo in der Nähe, stehen nämlich versteinerte Elfen rum. Oder auch ein paar der Gegner. Ja, nicht so schlimm. Das ist stark, das wird schwer. Fürchtet euch. Der Junge ist harmlos, der Uralte ist ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, die sollte ja kommen, weil die können nicht einfach kommen. Wir dürfen uns von denen nicht treffen lassen, die können nicht versteinern. Irgendwo hier stehen nämlich versteinerte Elfenstände. Sowas. Deswegen probieren wir uns hier nämlich direkt jetzt. Ich versuche uns die freizuschlagen, damit wir uns dann die entsteinern können. Geld dabei. So, und irgendjemand konnte, glaube ich, Stein zu Fleisch mittlerweile. Glaube ich. Ah. Okay, den mussten wir noch nicht mal dort anklicken, wir mussten ihn nur ansprechen und dann wird er darüber wohl entweder darüber direkt oder über irgendwelche Rollen, die wir im Inventar haben. Und irgendwo hier drumherum sind halt noch mehr davon, die müssen wir finden. Mal schauen wir, ob hier auf der grauen Fläche welche sind, aber ich glaube nicht. Aber hier liegt ein Ogerohr rum. Das ist gut. Die wollen wir haben. Diese roten Dinger geben wenig überraschend gute Heiltränke. Oh, oh, shit, 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 shit. Das habe ich verpeilt. Oh. Viel negative Lebenspunkte hat der. Dann machen wir das. Dann nutzen wir damit direkt einen Forschungsteil. Teilnehmen wir vernünftig. Also Feuerball. Und man kann netterweise dieses Hoch- und Runterfliegen zum Ausweichen benutzen. Wenn man das Zischhört sollte man einmal hochfliegen. Denn die Dinger hier. Gerade großes Irrlicht. Das ist stark. Das hat schon einiges an Lebenspunkten. Nicht mehr angekommen. Aber jetzt haben wir ihn sehr schön. Dann heilen wir mal wieder. Und da sind wahrscheinlich noch mehr. Ne? Oh ja, Einhörner. Hihi, die sind auch ganz lustig. Können hier ganz offensichtlich auch Fernkampf. Aber sind nicht so stark wie die Irrlichter. Dieser Gegner ist besiegt. Ich
Häkchen braucht das lange. Wir haben es geschafft. Schön. Immer noch keine weitere Elfenstatue. Leider vor lauter Wald hier auch unheimlich schlecht zu erkennen. Leerer Brunnen. Ich will mich eigentlich nicht direkt mit allem hier anlegen, eigentlich. Ihr seht, da fliegt schon viel rum. Ich glaube, wir ziehen uns erstmal die Stadt zurück, gucken uns die mal an. Dann sicherlich nochmal den einen oder anderen Elf hier finden können. Den gefunden haben, nachdem wir suchen. Und mein Handy blinkt dabei auch noch im Hintergrund. Da ist eine Höhle. Ich glaube, da müssen wir später rein. Das ist die Behausung, der, wo die Trolle hinterhin wollen oder sowas. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Und ja, wir sind jetzt hier im Reich der Kleriker und können uns erstmal wieder jedes Haus angucken. Experte lernen, das klingt doch gut. Wer ist denn dafür gut genug? Und der Rest sehen wir mal zu, ob sie es werden können. Deine Rüstung ist kaputt. Ah, ich kann das nicht reparieren. Ist schlecht. Geben wir die schon mal weiter. Stimmt, der war ja bewusstlos. Ja, genau. Jetzt wurde ich gerade von der SMS, die da ankam, abgelenkt. So, dann können wir mit allen Experten lernen mitnehmen. Da investieren wir Geld, um später schneller zu leveln. Nur der Vampir kann es nicht. Die sind wohl nicht so lernfähig. Blau. Blau war Persönlichkeit, oder? Ja, genau. Das brauchen wir nämlich hier. Kommt herein! Ich nutze hier immer eine Taverne, wobei ich das Agro-Mage immer noch nicht mache, weil... Zeitaufwendig. Aha, genau. Der gibt uns hier eigentlich die Rollen, die wir brauchen, um die Elfen hier zu entzaubern. Die Carrie Blackthorn, die suchen wir dort. Alte Sonne. Genau, dem geben wir die Prophezeiung der Sonne. Die haben wir ganz am Anfang in dem Gebäude gefunden. Und haben da bei den Schlangenmenschen, haben sie direkt mitgenommen. Und jetzt wird man dafür belohnt, weil jetzt ist er hier vom Kleriker zum Priester der Sonne geworden, was dafür sorgt, dass er halt Sachen besser hochlernen kann. Könnte Körper bei Großmeister werden, aber ich glaube, dafür ist er noch nicht gut genug. Ja, da fehlt dann leider noch was. Müssen wir später nochmal hin. Ich vergesse das von Mal zu Mal wieder. Intellekt geht weiter an ihn. Mehr Mana-Punkte. Großmeister Seelen und sowas ist unheimlich uninteressant. Ich glaube, hier können wir Zauber kaufen für Lichtmagie. Eine Büchersammlung, angefüllt mit Wissen um die Magie. Aber da er immer noch nur auf Basis ist, bringt uns das halt herzlich wenig. Da müssten wir ihn erstmal trainieren. Er wird irgendwann mitkommen, aber noch nicht. Regeneration wird wahrscheinlich noch keiner können. Sie wird es irgendwann können, aber sie ist dafür bei weitem noch nicht gut genug. Aus dem Weg. Nicht Meisteralchemie. Das ist interessant. Das sollten wir, wenn möglich, hinbekommen. Aber da fehlt uns zu viel wahrscheinlich. Wir lassen mal mit denen, die wir haben. Dürfte ganz knapp klappen können. Glück habe. Hätten sogar eins darüber gehabt, weil das ist unheimlich wichtig. Es erlaubt es uns, bessere Tränke zu machen und das schadet nie. Grün, grün, grün. Grün kriegt auch eher mehr Ausdauer, mehr Lebenspunkte. Hoffen wir noch auf mehr Purpur. Gelb geht an ihn. Ja, Meisterwunsch, seid ihr witzig. Ich wusste zwar nicht, dass wir den Skill schon so hoch hatten, aber das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Rang der wahren Persönlichkeiten. Habt ihr die zu... Fehlt uns leider was. Wir wahrscheinlich gelbe Zutaten für, weil ich von denen zu wenig habe. Ist schade. Das hätten wir gebrauchen können. Aber hier hinten liegt ja Zeug. Da können wir mal schauen, ob wir da welches finden, was dazu passt.
Ne, das ist blau. Diese Blumen. Aber hier liegt zum Glück schön viel. Da ist was Gelbes dabei. Ich glaube, die sind blau, oder waren die weiß? So Reagenz. Ja, blaue Tränke, genau. Können auch schon mal ein paar machen, einfach um wieder ein bisschen wieder Platz zu bekommen. Es hat eine gute Mischung. Es hat funktioniert. Noch ein Gelb und ein... Ja, ich verpasst, ist aber nicht wichtig. Ich denke, wir haben jetzt genug. Und sollten damit in der Lage sein, uns den Trank dort machen zu können. Ja. Und ich glaube, Persönlichkeit hatte ich noch nicht. Genau. Das war nämlich das, was mir noch so dringend fehlt. Dem geben wir Persönlichkeit. Dann können wir uns nämlich hinstellen und wenn wir das nächste Mal in der Gegend sind, ihm seinen Falschen endlich höher bekommen, hat er eine Persönlichkeit von 33. Moment mal, das macht ja wenig. Warum hat er dann nicht mehr dazu bekommen? Das hat also nicht funktioniert. Dabei hatte ich ihm Persönlichkeit noch nicht gegeben. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich, sowas. Ab und zu sind die Tränke da ein bisschen komisch. Und wir machen es jetzt einfach mal auf hier nach draußen. Weitere Elfen suchen. Da ist irgendwo noch leichter Gegner. Das wird recht aufwendig, hier sich hier durchzuprobieren, wird aber gute Erfahrung geben. Hier fliegen wir sicherheitshalber. Schon wieder getroffen. Ja, er ist momentan anfällig pur, weil seine Rüstung immer kaputt ist, dass er sie nicht tragen kann. Ich sollte schon mal wieder heilen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr auswendig, wo genau der Elf steht, den wir suchen. Aber wir machen das mal ein bisschen anders. Wir werden nicht von zu viel auf einmal beschossen. Wir versuchen uns da ein bisschen anders anzunähern. Nämlich hier lang. Sehr schön. Und ja, das wird jetzt wieder das, was man schon kennt, durch Monstermassen durchprobieren. Gerade die Basilisten sind da recht angenehm, weil die halt keinen Fernkampf haben. Können wir ein bisschen runter, um davon mal zu sehen. Das war aber nicht der Drache, der jemanden umgebracht hat. Normalerweise ist er das ja, der den tödlichen Schuss erräumt, weil er so viel Schaden macht. Ich weiß echt nicht mehr, was das für eine Höhle war. Können wir da mal gucken. Ich glaube, dass das die Höhle war, wo die Trolle reinziehen wollen. Als ein neues Zuhause. Dass man das machen muss für die Beförderung der Trolle. Wobei das für uns jetzt ja nicht so wild ist, da wir keinen haben. Oder was ist das hier? Uralte Trollstätte. Ja, können wir mal rein. Wir sollten voll Licht anmachen. Und wenig überraschend sind hier bei Basilisten drin.
Und das kann durchaus schief gehen, weil die halt zum Teil versteinern und lähmen können. Wir haben da zwar Zauber, wenn sie wieder den falschen erwischen, gucken war doof. Und ja, ihr Licht, das ist hier auch. Tanzendes Licht ist zum Glück das kleinste. Das geht recht schnell tot, wenn wir es voll treffen. Und nicht unser Drache an der Ecke festhängen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was einen hier drin alles so erwartet. Ah, rette ihn hier mal. Schon wieder scheint ich das natürlich. Also irgendwie bin ich heute ein bisschen verpeilt. Ich kriege das fast nicht mit, was da so passiert. Und den da hinten erreichen wir wohl noch nicht. Ganz besser. Ja. Aus. Steht hier unter uns einer. Kann es sein, dass seine Rüstung auch kaputt ist? Nein, er hat einfach nur so wenig. Mit einer so schlechten Verteidigung, dass er dir schon entscheidet. So, der ist auch gut. Einfach mal hier irgendwo hin. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich einfach nur alle Monster rausholen müssen, damit die Trolle hier wieder einziehen können. Oder was, war da, dass die hier gerne das wieder freigekämpft haben wollen? Vielleicht auch, damit sie ihre Toten richtig beerdigen können. So, oder was ist das denn? Aber irgendwas war da. Und ja, jetzt haben sie natürlich genau den Falschen gelähmt. Ich bin verwundet. Und eine Lähmung heilen Rolle haben wir wahrscheinlich immer noch nicht wieder. Nein. Dann müssen wir erstmal damit leben, dass er unser Gefecht ist. Wertlos. Wertlos. Ja, lähmen, super. Ich hätte lieber Lähmung heilen. Weil sie doch ein bisschen schwach auf der Brust ist, um alle zu heilen. Und hier auf der anderen Seite sicherlich noch mehr Gegner warten. Mit Feuerball, um das Ganze ein bisschen leichter zu machen. Das Licht. Zum Glück hältst du nicht allzu viel aus. So, was haben wir denn hier? So, ein Blatt, was man verkaufen kann. Schnelligkeit ist okay. Selber bekommen. Müll. Wertlos. Müll. Und wir können bei ihr mal wegen dem Dolch schauen. 2D3 plus 6, 2D3 plus 4, 2D2 plus 6, dann tauschen wir den hier doch mal aus. Dann macht sie auch noch einen Tacken mehr Schaden. Wie gesagt, hinter werden wir dann auch deutlich bessere Dolche bekommen, vermute ich. Hallo, uralter Wasserbiss, das ist jetzt nicht schön. Dann rennen wir lieber erstmal ein Stückchen weg. Gehen die auf Distanz an, denn die sind schon böse. Dieser Gegner ist besiegt. Feuerball da reinhauen, nur zur Sicherheit. War da sonst noch irgendwas? Und
auch nichts zu sein. Dann kommen wir jetzt noch in die Mitte. Dann hier machen wir vorbei. So, wir jetzt aber besser, sodass wir es dir auch erwischen. Lichtelement ist leider ziemlich ist böse. Aber wenigstens kein großes Irrlicht. Jetzt können wir eigentlich mal die Heiltränke benutzen. Ein bisschen. Hier ist gleich das Problem, wenn wir nicht stecken hier in irgendwelchen Ecken. Großes Irrlicht. Tanzendes Licht. Dich bringen wir zuerst um. Hey! Habe ich vorher noch nie gesehen. Und da das so ziemlich der letzte ist, zerlegen wir den jetzt einfach. Und haben es damit. Wertlos. Ach naja, das sieht doch schon ganz gut aus. Wertlos. Kannst du zwar keine Zweihänder gebrauchen, das ist ein guter Zauber, aber... Nee. Schaden tun sie auch nicht. Noch Platz, ja, dann geben wir dir mal Geistresistenz und Rüstungsklassen-Ding. Gerade da haben. Nee. Geht, die Dinger geben recht viel. Nee. Von Magieschaden, ein bisschen wertlos. Wobei wir haben bei ihm das ein richtig gute Ding. Wertlos. Gibt es der Funken, können wir aber behalten. Nee. Und Gegenidentifizieren Bonus ist natürlich auch nett. Wenn er eigentlich da, glaube ich, groß, gut genug ist, ja, ist Großmeister, eigentlich brauchen wir das Ding nicht. Mal verkaufen, weil er kriegt ja sowieso alles identifiziert. Ja, das Schwert ist bei weitem nicht so gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute erstmal wieder Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Beim nächsten Mal erkunden wir den Murmelwald hier weiter. Bis dann, Leute. Macht's gut.